Das Ding leer oder lebt hier wer? Oh, stimmt ja. Okay. Zack. Zack. Nee. Flop. So rum. Zu einfach. Wenn du sagst. Ring der Lebenskraft. Den haben wir schon. Das ist egal. Guck mal, ob wir zwei ausrüsten. Oh, 42 Splitter. Dann nehmen wir doch mal alles. Bisschen schwammig noch, das Schlösserknacken, aber ich will nicht großartig meckern. Ich hab's aufbekommen. So. Nee, Rüstung wollte ich eigentlich gucken. Rüstung. Kann ich zwei davon ausrüsten? Nee, nur einen, ne? Oh, Auto. Jedenfalls, was davon übrig ist. Ich renne ja auch rum wie Graf Koks, hätte ich was gesagt. Ich renne einfach so rum, als wenn nichts wäre, ne? Es könnte aus jedem Eckchen was rausspringen. Ich bin ganz schön unvorsichtig gerade. Ich höre irgendwas. Ich weiß bloß nicht was. Ach, da unten. Was ist das denn? Lieber nicht angucken. Vielleicht guckt es zurück. So. Wohnen scheint hier keiner mehr. Zuwohnen, so rum. Scheint hier keiner mehr. Sehr alte Nachricht. Können wir uns auch gleich mal angucken. Ja, das restliche Besteck ist dann wohl egal, oder? Der ist auch pingelig, der Herr. Bisschen bis Rechnung. Okay. Bisschen Arbeit reinstecken. Man könnte hier durchaus wieder einziehen, ne? Ich meine, das mit den Fenstern ist jetzt scheiße, weil die sind alle kaputt, aber. Ich weiß gar nicht, gibt es sowas wie Housing in Alex? Habe ich mich auch nicht befasst. Kann man sich irgendwo eine Wohnung, das. So, eine Bleibe? Das wäre natürlich auch interessant. Pfeil, Flugblatt. Wo man seinen ganzen Kram lagern kann und so, das wäre natürlich gut. Hat der uns auch einen Kieker? Nee. Ich behaupte einfach mal, wir sind durch, weil mir ist ganz mulmig und so. Und, Da will ich hin. Sehr schön. Dann gucken wir mal hier hinein. Oh.
Kleiner Stein, nee, das wollte ich nicht. Alex, nee. Der Kram. Hier ist die Karte. Gott, ich komme hier immer noch durcheinander. So. Altes Flugblatt 1, altes Flugblatt 3. Sagt mir Arbeitsstress ein Lebol. Wir suchen motivierte, begabte Leute. Bewirb dich jetzt noch im Einschreibencenter Infinity Skies für eine bessere Zukunft. Ja. Das hat wohl nicht ganz funktioniert. Lampe im Bad wechseln, Reifen im Auto wechseln, Planschbecken im Garten aufbauen. Kurzer Brief, halt mal Rechnung schreiben. Mr. Winston 91. Ach du Scheiße. Dieses Schreiben dient lediglich zur Bestätigung, dass sie das gelieferte Gerät bereits bar mit der Summe von 1000. Ach du Scheiße. Teuer. Von fast 2000 bezahlt haben. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Okay. Sehr alte Nachricht. Sandra, wir haben einen unerwarteten Zwischenfall in der Familie. Mussten heute früh leider sehr eilig wegfahren. Bitte schau ein wenig nach dem Haus und dem Garten. Dankeschön. Naja. Gut. Wir sind bei der Schmiede. Wo war denn jetzt, Kollege? Den Weg hier hoch, ne? Run! Mahlzeit. Ja, nein, vielleicht. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, ich bin hier falsch. Ich glaube, das war die Bude hier unten, ne? Hoppala. Mit dem Chef aufs Dach gestiegen. Die Pfeile mitnehmen? Tatsächlich. Sind hier noch mehr Pfeile? Ich will jetzt nicht gierig erscheinen oder so, aber... Pfeile, die umsonst sind, ne? Ich meine... Bis... Hoppala. Noch ein Pfeil. Ja, das lobe ich mir. Sag mal, stehst du eigentlich den ganzen Tag hier schmiere oder wie ist das? Oder gehst du mal pennen? Jura sagt, ich habe deinen Test bestanden. Das hast du. Ich bin beeindruckt. Die meisten erfüllen ihre Aufgabe, ohne nachzudenken. Du hast jedoch mit Verstand gehandelt. Deine Weitsicht soll nicht unbelohnt bleiben. Außerdem erwarte ich, dass du auch in Zukunft redlich handelst. Danke, hast du noch eine Aufgabe für mich? Recht und Ordnung müssen gewahrt bleiben. Da komme ich nicht raus. Schade. Psst, ey, du. Nein, gerade nicht. Oh, schade. Ich weiß gar nicht, was ich von dir wollte, weißt du? Kann man hier... Gott, die Hühner sehen komisch aus. Die sind wahrscheinlich auch mutiert oder so.
Kraut. So. Ich speichere zwischendurch immer mal, kennt ihr ja von Gothic noch. Ich will mich ungern auf die Fresse packen. Dich kenne ich, glaube ich, noch nicht, ne? Sei vorsichtig beim Mana-Schrein. Es gibt schon so genug Verzögerungen bei der Elex-Umwandlung. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass jemand dort hineinfällt und die Mana-Produktion aufhält. Also nimm den Rat eines Heilers an und pass auf, was du hier anstellst. Was genau ist ein Heiler? Du hast Glück, dass hier gerade wenig los ist, sonst hätte ich keine Zeit, dir deine Fragen zu beantworten. Man nennt uns Heiler, da wir die Welt heilen. Wir heilen sie von der Verseuchung des Elex. Wir überwachen die Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein und verarbeiten das Elex zu Mana. Und da dieser Vorgang sehr komplex ist, ist er auch sehr empfindlich. Also, ein bisschen zu viel Salz und es macht Platsch. Danke für die Warnung, ich werde aufpassen, genau. Danke für die Warnung, ich werde aufpassen. Jemand mit Verständnis, das ist gut. Sei einfach vorsichtig. Ich habe als oberster Heiler schon genug Sorgen. Das Überwachen der Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein birgt einige Gefahren. Also wäre es schön, wenn du mir nicht allzu sehr in die Quere... Moment mal, ich spüre da etwas. Was bist du? Deine Präsenz, sie verzerrt das Mana-Feld. Es ist fast so, als wärst du... Nein, aber so siehst du gar nicht aus. Was? Wovon redest du? Dich nicht verraten. Ich bin ein Alp, dich verraten. Ja, ich meine, wir können ja mal... Ich bin ein Alp. Ah, das erklärt natürlich deine untypische Präsenz. Halt! Du bist ein Alp. Aber das, eigentlich müsste ich dich hier und jetzt an Ragnar übergeben und köpfen lassen. Und doch irgendetwas ist anders bei dir. Du scheinst nicht mehr gänzlich ein Alp zu sein. Deine Präsenz ist äußerst konfus. Ich werde dich vorerst nicht verraten, weil offenbar mehr Menschlichkeit in dir steckt, als es für einen Alp typisch ist. Auch wenn ich dich für den Moment gewähren lasse, sei dir sicher, dass ich dich im Auge behalte. Ein Anzeichen von dir, dass du uns doch feindlich gesonnen bist, und dir wird es schlecht ergehen. Ja. War ja klar, dass das Konsequenzen hat, aber interessiert mich sehr, wie das sich auswirkt. Du spürst das Mana, was genau ist denn auf? Woher weißt du, dass du mich nicht verrätst? Ich meine, ehrlich werde immer am längsten. Woher weiß ich, dass du mich nicht verrätst? Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, was du bist. Du scheinst kein vollkommener Alp mehr zu sein. Da ich die Hoffnung habe, dass es noch genug Menschliches und Emotionen in dir gibt, werde ich hier keinen verrückt machen. Also wirst du mir wohl einfach glauben müssen, dass ich dich an niemanden verraten werde. Wenn Angrim das wüsste, was ich jetzt weiß. Naja, sagen wir es mal so. Die Verbannung in den verbotenen Wald ist noch die harmloseste Strafe, mit der du rechnen könntest. Ich muss dir wohl kaum erklären, was unsere Gesetze dazu sagen, oder? Nein. Dann ist ja gut. Ich bin selber kein großer Anhänger der Gesetze. Aber einige der Warlords stehen mit voller Härte dahinter. Wenn du also keinen Ärger willst, solltest du dich daran halten. Ja. Was macht ihr mit dem Mana? Unser Mana ist alles. Es ist das Leben selbst. Durch Mana sind wir in der Lage, mächtige Magie zu wirken. Kein anderer Mensch auf Magalan kann sich mit uns messen. Wenn man uns nicht kennt, mag man denken, dass wir schwach sind, vielleicht sogar zurückgeblieben, aber da liegen sie falsch. Durch das Mana können wir stärker und mächtiger werden als jede Maschine, die die Alps uns entgegensetzen.
Aber es macht uns nicht nur stark, es bringt auch die Welt zum Erblühen. Sieh dich um. All das ist das Werk unserer Weltenherzen. Weltenherzen? Du bist wissbegierig. Das ist gut. Unsere Weltenherzen sind Pflanzen, die mit Mana angereichert sind. Sie allein schaffen es, zerstörtes Land wieder zum Erblühen zu bringen. Ganz Edan ist somit das Ergebnis harter Arbeit. Ist so ein bisschen wie, also im entferntesten Sinne, wie Silverfall. Das habe ich vor Ewigkeiten mal gespielt, nie durchgespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Das könnte ich auch nochmal wieder anfangen. Vielleicht sogar als Let's Play. Es ist ein Hack and Slay. Da muss man auch nicht ganz so krass storytechnisch wie hier. Da muss man sich auch entscheiden zwischen Technik und Natur. Und man hat eine Stadt, deren Anführer man dann ist ab einem gewissen Punkt. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, entwickelt sich die Stadt entweder naturbelassen oder technisch. Ist auch ganz gut gemacht. Gib mir Mana, verreines Elex. Du spürst Mana. Du spürst das Mana? Allerdings. Ich arbeite schon sehr lange hier am Mana-Schrein, sodass ich inzwischen spüre, wenn das Mana durch die Präsenz von Elex verunreinigt wird. Ich spüre es, wenn zum Beispiel jemand mit einem Meteorsplitter voller Elex am Mana-Schrein entlang geht. Die Präsenz von Elex zu spüren, fällt mir leichter, wenn viel Mana um mich herum ist. Dann wird das Feld eindeutiger verzerrt. Ich will das Elex, ehrlich gesagt, gerade nicht gegen Mana eintauschen, weil wenn wir was aufwerten wollen, wir brauchen das, ist natürlich doof. Was genau ist deine Aufgabe? Wie ich bereits erklärt habe, als der oberste Heiler hier in Goliath sorge ich dafür, dass der Mana-Schrein ausreichend mit Elex versorgt wird. Das Mana, das hier erzeugt wird, ist die Quelle unserer Kraft und allen Lebens hier in Edan. Wir sind die Heiler der Welt. Ohne unser Mana wäre ganz Edan nichts weiter als Wüste. Die Werker bringen das Elex zu uns und wir transformieren es am Mana-Schrein, um dann mit Hilfe des Manas Magie wirken zu können. Und wenn sich alle an diesen Prozess halten würden, gäbe es auch keine Probleme. Okay, naja, jeder kocht wie immer sein Süppchen. Das war schon in Gothic und so, auch in Risen. Wie genau schafft ihr es, mit Hilfe von umgewandeltem Elex zu zaubern? Nur der Pilger selbst weiß um die Kraft des Manas. Wir benutzen es nur, aber niemand hier weiß wirklich, wie es funktioniert. Mana einzunehmen öffnet deinen Geist. Es befreit eine Kraft in dir, von der du nicht einmal geahnt hast, dass sie da war. Wieso werdet ihr von dem Mana nicht so verändert wie die Alps von Elex? Immerhin forschen wir schon seit über 50 Jahren an unserem Mana. Außerdem ist es ja nicht so, als würde das Einnehmen von Mana uns nicht verändern. Nur eben anders, als es bei den Alps der Fall ist. Wenn du einen Berserker zaubern siehst, dann achte mal auf seinen Arm. Auch wir mutieren. Aber im Gegensatz zu den Alps tun wir das kontrolliert. Okay. Interessant. Es gibt Probleme bei der Elex-Umwandlung? Ja, es verschwinden leider immer mal wieder Elex-Pakete. Diese Elex-Pakete sind eigentlich zur Umwandlung am Mana-Schrein in Mana gedacht. Letzte Woche sind schon wieder 5 Pakete verschwunden. Und zusammen mit dem Elex auch eine unserer Wachen. Sein Name ist Kral. Wofür braucht jemand das? Für alles Mögliche. Wir brauchen es zur Herstellung von Mana, der Quelle unserer Magie. Aber jemand anderes könnte damit wer weiß was anstellen. Es ist nicht gerade wenig. Ich vermute, dass Kral der Dieb ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich kann hier nicht weg. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der nach ihm sucht. So wie immer. Was bekomme ich dafür, wenn ich dir helfe? Ich werde den Elex-Dieb Kral für dich finden. Wirklich? Nun, das wäre großartig. Vielleicht solltest du noch wissen, wo er sich häufig aufgehalten hat.
Als Wache vom Clan der Nebelkrähen hatte er freien Zutritt zu allen Bereichen hier in Goliath. Ich weiß zufällig, dass er sich häufig auf den Balkonen oben im Haupthaus herumgetrieben hat. Er hat mir mal erzählt, dass er öfter die Aussicht da oben genießt. Vielleicht findest du dort ja etwas. Ja, können wir mal gucken. Ich meine, ich hätte jetzt auch nach einer Belohnung fragen können, aber meistens ist es so, wenn man eher bescheiden ist, wird man doch besser entlohnt. Kann ich mit dir noch handeln? Zeig mir deine Ware. Sicher. Amulett des Kämpfers. Goldschmied. Ja gut, das können wir nicht. Elixier. Ach du Scheiße. Ah, Zähne, sag ich ja. Handeln.